Hallo und guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Gaming und rechte Netzkultur. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Dies ist die fünfte Veranstaltung unserer Reihe Zocken, Ballern, Lernen, Faszination, Games, in der wir uns mit dem Phänomen des Gaming in seinen verschiedenen Facetten beschäftigen wollen. Wir sind hier zu dritt. Ich möchte Ihnen meine Kollegen vorstellen. Also mein Name ist Annette Rehfeld-Staudt und ich habe zwei Kolleginnen bei mir hier im Studio. Das ist zum einen die Sabine Kirst hier von der Landeszentrale. Die wird sich heute um ihre Fragen im Chat kümmern. Und zum anderen ist das Marie Überlein, die auch für die Technik zuständig ist. Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe interessierte Freundinnen und Freunde an unserer Veranstaltungsreihe. Vielen Dank, Annette Rehfeld-Staudt, für die nette Einführung. Ich habe heute das Vergnügen, Sie zu betreuen im Chat. Bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen in gewohnter Art und Weise in das Chatfenster hineinzuschreiben. Sie können dabei auswählen, ob Sie das an alle Diskussionsteilnehmer versenden wollen oder eben halt an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Bedeutet, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie uns jetzt sehen, sind die Zuschauer und Zuschauerinnen und die Expertinnen und Experten, die Frau Rehfeld gleich noch vorstellen wird, sind die Diskussionsteilnehmer. Was können Sie darüber hinaus noch tun? Sie können darüber hinaus, wenn Sie auf der unteren Zeile sehen Sie den Teilnahme-Button. Da können Sie sich alle ZuschauerInnen und Zuschauer anzeigen lassen und darunter finden Sie eine kleine Zeile mit Handzeichen. Da gibt es einen grünen Haken, da gibt es einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Wenn Sie aufzeigen wollen und einen Beitrag leisten wollen, wenn Sie mitdiskutieren möchten, wenn Sie eine Frage selber stellen wollen, dann einfach eines dieser Zeichen betätigen. Wir melden uns dann sofort bei Ihnen und würden mit Ihnen absprechen, wenn Sie sich aufschalten lassen wollen, per Audio, per Video, wie wir das am besten machen können. Ist keine Verpflichtung, ist ein Angebot für Sie. Des Weiteren, Sie wissen das schon, unsere Veranstaltungen werden aufgezeichnet, um die Vorträge, die die Expertinnen und Experten für uns heute vortragen, dann auch einem breiteren Publikum, die heute Abend nicht dabei sein können, zur Verfügung zu stellen. Bedeutet, Chat wird nicht aufgezeichnet und Sie können auch jederzeit, wenn Sie sich per Video oder Audio zuschalten lassen möchten, sagen, ich möchte nicht, dass das aufgezeichnet wird, dann ist das gar kein Problem. Dann kommen wir dieser Bitte selbstverständlich nach. Ja, ansonsten, denke ich, haben wir alles. Wünsche uns eine spannende Sendung, hätte ich fast gesagt. Ich wünsche uns eine spannende Zeit, viele, viele Eindrücke und natürlich wie immer, oh, da ist gleich eine Frage, und natürlich immer, wie immer eine ja, interessante und diskussionsreiche Veranstaltung. Ja, wir haben uns das Konzept der heutigen Veranstaltung und auch dieser Veranstaltungsreihe auch nicht alleine ausgedacht, sondern die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation mit den sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanälen SAEK. Die SAEKs bieten Angebote zur Medienbildung für Jugendliche und für Erwachsene an und sie sind in ganz Sachsen flächendeckend vertreten. Eines der Ziele von unserer Reihe ist es auch, die Angebote politischer Medienbildung in die Fläche zu bringen. Und eigentlich hätten wir mit der heutigen Veranstaltung in Werdau sein wollen, und zwar im Martin-Luther-King-Zentrum. Nun senden wir heute Corona-bedingt aus Dresden. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr die Möglichkeit haben werden, mit einer Veranstaltung nach Werdau zu gehen. Und ich sende von hier aus herzliche Grüße nach dort. Und ich hoffe, dass uns vielleicht der ein oder andere aus Werdau auch zuguckt. Ja, unsere Veranstaltung heute steht auch noch in einem größeren Kontext. Sie findet nämlich im Rahmen der Aktionstage Netzpolitik und Demokratie statt. Diese Aktionstage sind eine Kooperation der Landeszentralen. Es gibt ja in Deutschland 16 Landeszentralen und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und die finden in diesem Jahr schon zum dritten Mal statt. Wir beschäftigen uns in den 5 Tagen, die das Ganze dauert, in insgesamt 76 Veranstaltungen mit verschiedensten Themen aus dem Bereich Netzpolitik und Demokratie.
Und wir freuen uns ganz besonders darüber, dass wir in diesem Jahr mit 14 Veranstaltungen alleine hier aus Sachsen präsent sein können, weil nämlich die Träger der politischen Bildung bei uns so aktiv gewesen sind und so viele interessante Dinge angeboten haben. Und wir haben jetzt Freitagabend, die Zuschauerzahl ist doch ganz beachtlich. Also auch ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie sich an dem Tag um die Uhrzeit hier noch zuschalten. Ja, einer der Gründe, warum Sie das tun, ist sicherlich das Thema der heutigen Veranstaltung, Gaming und rechte Netzkultur. Sie alle kennen sicher die Vorurteile über Gamer, die sind zahlreich. Manch einer denkt da an irgendwelche pickligen, kleinen, dicken Jungs, die irgendwo in dunklen Kellern hocken, ein eingeschränktes Sozialleben haben und irgendwelche Ballerspiele spielen. Aber wenn Sie unsere Veranstaltungsreihe schon länger verfolgen, dann wissen Sie ganz bestimmt, dass das nicht stimmt und dass Gaming inzwischen zu einem Massenphänomen geworden ist und Gamerinnen und Gamer in allen Altersgruppen und in allen Bevölkerungsschichten vertreten sind. Und ich bin mir ganz sicher, selbst wenn ich hier über den Tisch gucke, ich sehe auch zwei Damen, die hier spielen, dass unter Ihnen allen auch der ein oder andere Gamer oder die ein oder andere Gamerin dabei ist. Ja, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Phänomen des Gaming und rechtsextremen Umtrieben im Netz geben könnte, das wird ja schon länger vermutet. Denken wir nur an die unselige Killerspieldebatte, die wir vor ein paar Jahren gehabt haben, bei der es darum ging, um die Frage, inwieweit Gewaltdarstellungen in Spielen Gewaltanwendungen in der Realität nach sich ziehen könnten. Kurz gesagt lautet dann der Vorwurf, wer Killerspiele spielt, wird selbst zum Killer. Nun, auch wenn die Wissenschaft sich darüber noch nicht so furchtbar einig ist und die Zusammenhänge alles andere als klar sind, so kommen doch mit schöner Regelmäßigkeit, vor allen Dingen aus Bayern, immer mal wieder Forderungen nach dem Verbot von derartigen Spielen und auch einer stärkeren Regulierung der Gamer-Szene. Beispielsweise hat der Bundesinnenminister Horst Seehofer nach dem Attentat in Halle in der ARD gesagt, ich zitiere, viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinsehen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Nun, wir wollen bei der heutigen Veranstaltung nicht auf dieser Ebene der einfachen Argumente stehen bleiben. Uns ist längst klar, dass nicht jeder, der spielt, zwangsläufig gefährdet ist, auf rechte Rekrutierungen hereinzufallen. Und wir wissen auch, dass es keinen Automatismus gibt zwischen Gaming und zum Beispiel Reconquista Germanica. Das wäre alleine angesichts der riesigen Zahl von Spielenden auch schwer vorstellbar. Und das wird uns auch sicherlich wieder im Vortrag von unseren Experten deutlich. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch feststellen, dass die Online- und die Offline-Welt immer stärker verschwimmen und die Übergänge zwischen dem, was in der virtuellen Welt passiert und dem, was beispielsweise vor einer Moschee in Christchurch passiert, oft fließend sind. Wir wollen daher bei dieser Veranstaltung einen genaueren Blick auf die Gaming-Szene werfen, um auch Außenstehende besser ins Bild zu setzen. Auch diejenigen, die selber nicht spielen, aber die was davon gehört haben, was denn da so los ist, dass die auch einen Einblick bekommen. Und wir wollen aufzeigen, wo es Überschneidungen zwischen Gaming und rechter Netzkultur gibt. Wir fragen also zum einen nach den Schnittstellen. Wir fragen auch nach der Verantwortung der Plattformen und der Community. Und wir fragen natürlich auch nach den Spieleanbietern selbst und deren Rolle. Ich denke mir auch, wir werden in unserer Diskussion ganz sicher auch auf Spiele kommen, die ein zweifelhaftes Geschichtsverständnis vermitteln und sich trotzdem großer Beliebtheit erfreuen. Und auch da werden wir uns fragen müssen, warum ist denn das so? Diese Fragen können wir sicherlich nicht alleine beantworten und dazu haben wir auch Experten eingeladen. Wenn Sie schon häufiger bei unserer Veranstaltungsreihe zu Gast waren, dann kennen Sie sicherlich unseren Spieleexperten, Herrn Dr. Benjamin Biegel, schon lange. Er ist nämlich bei jeder unserer Veranstaltungen mit dabei. Herr Dr. Biegel ist Medienwissenschaftler und er leitet das Medienpädagogische Zentrum Plus im Landkreis Torgau in Nordsachsen.
Und seine Rolle ist es bei uns immer, dass er einen orientierenden Input gibt, der uns alle so ein bisschen auf einen gleichen Wissensstand bringt und insbesondere auch diejenigen, die selber nicht aktiv in der Gaming-Szene unterwegs sind, ja, ins Bild setzt. Dann haben wir heute noch zwei weitere Experten, über die wir uns ganz besonders freuen. Das sind nämlich Patrick Stegemann und Sören Musial. Wenn Sie sich mit dem Thema Gaming und rechte Netzkultur beschäftigen, dann kommen Ihnen die Namen vielleicht bekannt vor. Die beiden haben einen Film gedreht, einen Dokumentarfilm namens Lösch dich. So organisiert ist der Hate im Netz. Dieser Film ist einer größeren Community bekannt geworden, dadurch, dass Herr Böhmermann das in seiner Sendung erwähnt hat. Und der Film ist auch auf Netflix zu sehen und, ach Quatsch, nicht auf Netflix, auf YouTube. Bei Netflix ist er noch nicht. Und der Film zeichnet sich dadurch aus, dass die beiden tatsächlich sich in diese Communities reinbegeben haben und dort ja interessante Erlebnisse gehabt haben, die sie uns sicherlich beide nachher noch näher bringen werden. Zu den beiden Personen, Sören Musial, das ist von Ihnen gesehen der rechte Herr. Der ist Soziologe und Journalist. Er arbeitet seit mehreren Jahren wissenschaftlich und publizistisch zu radikalen Rechten, online wie offline. Er hat studiert in Erfurt, Berlin und New York Kommunikationswissenschaft und Sozialwissenschaften und beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Denken der neuen Rechten und auch mit den gesellschaftlichen Ursachen für den aktuellen Erfolg des Rechtsradikalismus. Der Herr daneben, das ist Patrick Stegemann, der entwickelt und setzt Bewegtbildjournalismus um. Er ist unterwegs bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und er arbeitet auch fürs Fernsehen. Momentan ist er in Hamburg tätig an der Media School. Er hat im Osten studiert und zwar in verschiedenen Ecken des Ostens, einmal in Erfurt, dann mal im Nahen Osten, nämlich in Israel und in Ägypten und auch in Ostberlin. Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Peace and Conflict Studies sowie Hebräisch. Hallo und guten Abend auch Ihnen. Ja, und die beiden haben nicht nur einen Film gedreht, sondern sie haben auch ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist auch einer der Anlässe, warum wir Sie heute Abend eingeladen haben. Ich halte das jetzt mal hoch, auch wenn Sie das irgendwie falsch rum sehen. Das Buch heißt Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Und aus diesem Buch werden uns die beiden nachher noch etwas vorlesen. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger unserer heutigen Diskussion. Das Buch ist im Econ Verlag erschienen und Sie können das, wenn Sie in Sachsen wohnen, auch über die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung bestellen. Da werden Ihnen die Kolleginnen bestimmt auch gleich den Link in den Chat einblenden. Ja, fangen wir an mit Herrn Biegel und seinem Input. Ich habe jetzt schon lange genug geredet. Herr Biegel, Ihr Bildschirm. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die freundliche Einführung, wie immer. Sie müssten jetzt eigentlich meinen Bildschirm sehen. Genau. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute wieder zusammenkommen, auch Corona-bedingt leider nicht vor Ort. Auch ich wäre gerne in Werdau gewesen und zumindest hatten wir dieses Jahr schon mal das Glück, dass wir das auch mit Publikum machen konnten. Aber ich sag mal, besser wir machen es so als überhaupt nicht, weil das Thema der Vorstellung unserer Diskussionsreihe wirklich wichtig ist. Und wie gerade auch schon gesagt wurde, es geht die Maus hier nicht. Genau. Handelt sich ja dabei auch so ein Thema, was immer so ein bisschen in der Schmuddelecke stattzufinden scheint. Dass das augenscheinlich nicht so ist, sehen wir eigentlich, dass das Thema Gaming und rechte Netzkultur regelmäßig eigentlich auch in den Medien aufploppt. Das passiert dann, wenn es beispielsweise zu großen Messen wie der Gamescom um die Vorstellung von neuen Spielen geht, wie beispielsweise von Shootern, die, wie Frau Rehfeld-Staudt am Anfang schon angekündigt hatte, häufig in Zusammenhang auch mit entsprechenden Attentaten gebracht werden. Es geht in den Medien auch natürlich auch darum, wie Rechtsextreme dieses Gedankengut in Spielen transportieren. Es geht darum, wie dort eine rechtsextreme Parallelwelt aufgebaut wird. Und es geht natürlich auch darum, wie bestimmte Spiele auch hergestellt sind. Auch darum soll es in den folgenden Minuten auch gehen.
Zu Beginn möchte ich die Phänomene, um die es heute geht, nämlich das Gaming auf der einen Seite und die rechte Netzkultur auf der anderen Seite, mal ein bisschen einordnen. Also es wird im Folgenden auch um die Games-Inhalte natürlich gehen. Es geht um die Games-Plattformen, die auf denen vermehrt solche Aktivitäten stattfinden. Diese Plattformen, die nicht nur dazu eben Spiele klassisch zu distribuieren, also quasi als Download zur Verfügung zu stellen, sondern vermehrt auch als Diskussionsplattform. Und diese Diskussionsplattform, Kommunikationsplattform stehen wiederum im Zusammenhang mit verschiedensten digitalen Kommunikationstools, die wir wie selbstverständlich in unserem Alltag auch nutzen, sei es über Messenger-Dienste bis hin zu ganz speziellen Messenger-Diensten wie Discord, die in der Gaming-Szene sehr populär sind. Die Einordnung dieser Phänomene, da haben wir nicht nur das Buch von unseren zwei Experten, die nach mir sprechen werden, sondern möchte ich Sie eingangs auch auf die drei Publikationen hier freundlich hinweisen. Die Bücher von Julia Ebner und Caroline Schwarz stellen auch dieses Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehr tiefgründig dar, wohingegen die Amadeo Antonio Stiftung sich schon auch seit einer geraumen Zeit mit dem Thema Gaming und Hate Speech auseinandersetzt, was damit auch mit den Kommunikationstools zusammenhängt. Zu Beginn auch wieder der Hinweis, also wer das aus der Vergangenheit kennt, ist es mir auch immer ein wichtiges Anliegen, darauf hinzuweisen, dass das Thema Gaming natürlich auch immer etwas damit zu tun hat, wer diese Spiele spielt. Und bestimmte Spiele, über die wir heute reden, sind einfach keine Kinderspiele, sondern das sind meistens diese Spiele, die, wie Sie hier eingeblendet sehen, bei den Alterseinstufungen der USK im Bereich der ab 18, also der Erwachsenenspiele, sich stattfinden. Wenn man sich das mal anschaut, wie eigentlich diese Spiele, um die es heute auch geht, verteilen, sehen wir im Jahr 2020 hier mal an der Verteilung der Altersfreigaben der USK, dass wir es da roundabout mit 10% der Spielen in Deutschland zu tun haben. Rund 10% der Spiele bekommen in Deutschland keine Jugendfreigabe und in etwa 0,2%, also ein verschwindend geringer Anteil aller Spiele, bekommen durch die USK keine Kennzeichnung. Was sind das für Spiele? Das sind, ich habe es rechts mal eingeblendet, keine Kennzeichnung bedeutet, dass diese Spiele jugendgefährdende Inhalte enthalten können. Das können aber ebenso gut auch illegale Kopien von Spielen sein. Es können aber auch nicht geprüfte Importspiele sein. Diese nicht gekennzeichneten Computerspiele, um die es dann auch im Folgenden mitgeht, dürfen natürlich von Erwachsenen gekauft werden, aber die können auch von der Bundesberufsstelle für jugendgefährdende Schriften, jugendgefährdende Medien indiziert werden. Wenn man sich das mal anschaut, so im Zeitverlauf, eingangs wurde erwähnt, dass es so ein Themenfeld ist, was vielleicht auch in zyklischer Regelmäßigkeit uns über die Medien erreicht, sehen wir, dass sich dieser Anteil an Spielen, die keine Jugendfreigabe durch die USK bekommen, nicht exponentiell vergrößert, aber doch mittlerweile bei rund 10% angelangt ist. Vor etlichen Jahren, hier 2004, war der Anteil bei gerade mal 3,9%. Also wir haben so eine leicht steigende Tendenz dieser Art von Spiele. Indizierung ist vielleicht auch ein wichtiger Begriff, den wir hier am Anfang nochmal klären müssten. Das sind meistens auch Spiele, die wirklich explizite Gewaltdarstellung enthalten und die Entwicklung und Erziehung junger Menschen nicht nur beeinträchtigen, sondern eben auch gefährden. Und deswegen werden sie von der Bundesprüfstelle oder können von der Bundesprüfstelle indiziert werden. Diese Spiele dürfen dann auch nicht an Kinder und Jugendliche abgegeben werden, dürfen in der Öffentlichkeit nicht beworben werden, ausgestellt und auch nicht über den Versandhandel vertrieben werden. Versandhandel ist ein gutes Stichwort. Gerade solche Plattformen, die wir eingangs schon genannt haben, solche Kommunikationsplattformen, solche Spieleplattformen, machen eben heute auch nicht an Ländergrenzen halt, sodass diese Spiele auch natürlich mit ein bisschen Know-how auch aus Deutschland heruntergeladen werden können, auch wenn diese Inhalte sich in anderen Ländern befinden. Schauen wir uns diese problematischen Inhalte mal genauer an. Haben wir im Jahr 2019 in etwa 1.100 Verfahrensabschlüsse, die mit Indizierungen zu tun haben. Der Bereich der Spiele, hier mal eingeblendet, ist da wirklich bloß ein ganz kleiner Teil. Also im Jahr 2019 haben wir 3 Spiele oder auch Konsolenspiele, die indiziert wurden. Der weitaus größere Teil sind ganz vielfältige Online-Angebote. Das fokussiert schon mal ein kleines bisschen, wo wir heute uns auch drüber unterhalten. Wenn wir uns die Gründe der Indizierungen anschauen, reichen diese von pornografischem Inhalt über Gedankengut bis hin zu Diskriminierungsgründen.
Wichtig für die heutige Sitzung ist vor allen Dingen der Punkt des NS-Gedankenguts. Das heißt, Indizierungsgründe sind dann, wenn diese Zeit verherrlicht wird, verharmlost wird, wenn der Nationalsozialismus verharmlost wird, wenn in Spielen Menschen aufgefordert werden, bestimmte Rassen zu hassen, wenn Propaganda verbreitet wird, etc. Auch wichtig sind, wie gesagt, das Zeigen von selbstzweckhafter Gewalt, wie man so schön sagt, und detaillierte Gewalthandlungen. Aber auch wichtig im Zusammenhang mit den genannten Plattformen am Anfang sind Diskriminierungsgründe. Das heißt, Beeinträchtigung, Herabwürdigung von anderen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts und so weiter und so fort. Das am Anfang nur mal zur Einordnung, um welche Inhalte es geht. Nun kann man sagen, naja, Spaß und rechtes Gedankengut, Gewalt und Hass in Spielen, wie passt denn das eigentlich zusammen? Und da müssen wir uns dieser Frage von zwei Perspektiven nähern. Wir müssen uns erstmal anschauen, was sind das überhaupt für Spiele? Diese Spiele sind natürlich weltweit verfügbar und schwer zu kontrollieren. Auch das habe ich bereits angedeutet. Und Spiele sind auch immer, stehen immer auch im Zusammenhang mit der Faszination, die von dieser Computertechnik ausgeht. Im Mittelpunkt da steht auch natürlich die Darstellung von Realität, von dem, was uns umgibt. Spiele ermöglichen es heute ja fast fotorealistisch, nicht nur Umgebungen darzustellen, sondern eben auch Menschen und auch konkrete Abläufe fotorealistisch und lebendig darzustellen. Diese Ästhetik wird häufig natürlich auch missbraucht. Das ist, steht ohne Frage. Wie hier links im Beispiel haben wir so eine Auseinandersetzung mit dem Thema Realismus und Ästhetik. Hier am Beispiel des Spiels Wolfenstein New Order, was einen alternativen Entwurf des Kriegsendes thematisiert. Bei den Spielen zum Thema Spaß haben wir auch noch den Punkt, den wir beachten müssen, nämlich dass Spiele immer auch kreative Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Viele, nicht nur jüngere Menschen, nutzen das, um Spiele auch zu modifizieren, sogenannte Mods. Viele nutzen das, um ihre eigenen Inhalte auch in Spiele unterzubringen. Das bietet natürlich auch Möglichkeiten des Tabubruchs. Das bietet nicht nur von kommerziellen Spielen die Möglichkeit des Tabubruchs, einfach mal darüber nachzudenken, was wäre, wenn, wie hier im Beispiel des Spiels Wolfenstein New Order. Was wäre, wenn Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte und wir uns jetzt in einer anderen Realität befinden würden? Diese Möglichkeiten des Tabubruchs und der kreativen Umsetzung dieser fantastischen oder auch dieser Spinnerei-Ideen, auch das bieten eben die Spiele. Und Spiele bieten auch Räume zur Kommunikation, nicht nur mit anderen Spielern und nicht nur über das Gespielte, sondern auch über eben Ländergrenzen hinweg bieten Spiele dafür unendliche Möglichkeiten. Wie passt das zusammen, wenn wir uns die Spielerinnen anschauen? Es gibt natürlich den Typus, dass dort natürlich wie bei allen anderen Menschen auch rassistische Grundüberzeugungen auch schon vorhanden sein können bei Menschen, die diese Spiele, um die es heute geht, gerne spielen, beziehungsweise auch diejenigen, die dort Inhalte einbringen. Es geht aber auch darum, dass bestimmte Typen an Spielerinnen und Spielern, bestimmte Typen an Menschen von einem tiefen Misstrauen geprägt sind. Misstrauen gegenüber der Gesellschaft, Misstrauen gegenüber der Regierung, was dazu beiträgt, dass diese Gruppen an Menschen sich eben über diese Plattform, über Spiele in weiteren kleinen Gruppen zusammenfinden und dort Parallelgesellschaften quasi aufbauen. Diese Parallelgesellschaften stiften auf einer gewissen Art und Weise auch Sinn für das eigene Leben. Sie bieten Möglichkeiten der Gestaltung von Freundschaft. Und gerade viele dieser Communities, die mit Gleichgesinnten quasi sehr homogen zusammengesetzt sind, sind dann auch irgendwo auch ein virtuelles Mittel gegen Langeweile. Und schwierig ist dann auch, wenn dort eine gemeinsame Sprache auch gefunden wird, beispielsweise auch als in satirischer Art und Weise. Auch das ist ein Mittel der gemeinsamen Zugehörigkeit. Es geht aber auch bei Spielerinnen und Spielern immer um Anerkennung und Wettkampf. Das ist ja so ein Themenfeld, was sich auch in den anderen Webinaren durchgezogen hat. Und diese Verbindung von den bestimmten Konstanten des Spiels mit eben Leistungsgedanken haben wir in solchen gewaltverherrlichenden Spielen eben auch. Beispielsweise durch öffentlich einsehbare Kills, wo man natürlich auch sehen kann, wer wie gut im Schießen ist, wer wie gut sich in dieser virtuellen Welt zurechtfindet und dort bestehen kann.
diese Allianz von, ich sag mal, Spaß und Hass ist dann letztendlich auch so eine gewisse Schnittmenge der menschlichen Stärken, aber auch eben der menschlichen Abgründe und eben auch des unmenschlichen Verhaltens gegenüber anderen. Das Thema Mods hatte ich ja schon angesprochen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele von den Screenshots des Spiels Civilization 6 reingebracht. Auch das ist ein Spiel, was sich durchaus dazu eignet, durch oder von Spielerinnen und Spielern eigengestaltet zu werden. Nicht nur durch Profile, durch Spielprofile, sondern eben auch durch das Einbringen eigener Inhalte. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum programmieren Gamerinnen und Gamer denn eigentlich solche Mods mit, hier beispielsweise Adolf Hitler? Was sind denn da die Gründe eigentlich? Auf der einen Seite kann man sehen, dass es bei vielen einen Wunsch nach einer spielerischen Auseinandersetzung eben mit dieser NS-Zeit gibt. Und die benutzen häufig das historische Gewand, um das einfach darzustellen, mit der Technik zu spielen. Sie benutzen es aber nicht unbedingt als historisches Abbild, also nicht im wissenschaftlichen Sinn und nicht im historischen Sinn für eine Darstellung nach bestimmten wissenschaftlichen Kriterien, sondern eben auch nur mit dem Ziel, funktionierende Designs in diesem historischen Gewand darzustellen oder eben auch funktionale Abläufe zu schildern, wie beispielsweise Kriegsszenarien, Strategien der Kriegsführer und dergleichen mehr. Und, oder, gibt es natürlich auch noch andere Gründe, es geht natürlich auch, wenn rassistische Alltagsfantasien oder bestimmte rassistische Grundeinstellungen schon vorhanden sind, gibt es natürlich auch Spielerinnen und Spieler, die diese Nazi-Allmachtsfantasien im Zusammenhang mit den bedenklichen Einstellungen, die schon vorhanden sind, eben in diesen Spielen auch umsetzen. Kommunikationsplattform, da möchte ich hier mal ganz kurz auf das Beispiel von Steam eingehen. Steam ist eine der größten Online-Distributionsdienste weltweit, nicht nur für Spiele, das können auch kleinere Apps sein, sondern eben auch als Kommunikationstool bietet es sich par excellence an, eben NS-Referenzen aufzugreifen und eben auch zu verbreiten. Nicht nur von NS-Referenzen wie in Form von Memes oder von eigen kreierten Inhalten, sondern eben auch verbreiten von Propaganda unter dem Deckmantel der Satire. Das kann passieren mit Profilbildern und Beschreibungen, wie hier eingeblendet. Es kann aber auch passieren durch die Verwendung von Symboliken in Profilbildern oder eben auch Beschreibungen. Benutzernamen sind auch ein beliebtes Mittel, wie hier im Beispiel Morgan Freeman mit diesen NS-Zeichen. Die übrigens möglich werden, weil die Zeichenkommunikation im Internet beziehungsweise auch über technische Gerätschaften mit dem sogenannten ASCII-Code halt auch möglich sind. Das kann jeder in jeder E-Mail ausprobieren. Es gibt Tabellen, wo man nachschauen kann, wie diese Kombinationen sind, die man anwenden muss auf der Tastatur, um entsprechende Zeichen eben auch zu erzeugen. Auch das ist eben auch möglich in Steam. Diese Profile eignen sich auch natürlich, um Terrorakte und gewalttätige Handlungen und Ereignisse zu glorifizieren. Das bietet sich an, auch über Benutzernamen. Das passierte beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem Attentat in Norwegen, wo es auch etliche Nutzer gab, die sich nach den Attentätern genannt haben. Und diese Kommunikationsplattformen bilden, wie eben auch schon gesagt, die Möglichkeiten der Gruppenbildung untereinander. Das passiert beispielsweise in der Vergangenheit auch häufig mit der identitären Bewegung, die dort auch Subgruppen gebildet hat, die dann natürlich auch für ihre Zwecke diese Kommunikationskanäle nutzt. Kommen wir zu den anderen Kommunikationsdiensten. Nicht nur Telegram Messenger, nicht nur der Telegram Messenger, der in der Vergangenheit oder jetzt auch zunehmend ein bisschen unter Kritik gerät, eignet sich durch die Funktion, dort Gruppen zu bilden dafür, sondern auch ganz bestimmte Dienste, die gerne von Gamerinnen und Gamern genutzt werden, wie beispielsweise Discord und Twitch. Was macht Discord so besonders? Ich habe mir die Mühe gemacht, den Screenshot mal hier rein zu platzieren. Und Discord selber geht schon von sich aus davon aus, dass Discord ein Ort ist, den man zu Hause nennt. Das heißt, nicht nur die organisierte Unterhaltung und die Gruppenbildungsfunktion steht im Mittelpunkt, sondern Discord selbst spricht schon die Gamerinnen und Gamer an, dass sie sich online in diesem Dienst wohlfühlen sollen und dass man dort einen Ort schaffen kann, der Zugehörigkeit ausbildet. Neben der Sicherheit dieser Kommunikationskanäle
Eignen sich diese Gruppen allerdings auch ganz hervorragend zur Verbreitung von Hetze, Propaganda und eben auch zur Verbreitung von Daten, von Dateien angefangen über Bildern bis hin eben auch zur Veröffentlichung von gekaperten Nutzerdaten. Auch das ist ein perfides Mittel, um andere Nutzerinnen und Nutzer bloßzustellen, indem man beispielsweise Nutzerdaten, Login-Daten dort veröffentlicht. Diese Kanäle, eben weil sie eben sicher sind, eignen sich natürlich auch unter dem Deckmantel der Anonymität, andere Nutzer zu diskriminieren oder auch zu bedrohen. Auch dort dient natürlich die Satire auch wiederum mit ihrer Funktion zur Verfestigung der Gruppenzugehörigkeit. Und auch noch ein Punkt, wo man vielleicht später in der Diskussion noch drüber reden kann, ist, dass durch die Art und Weise, wie in diesen Chats, in diesen Kommunikationsdiensten quasi Hass und Hetze irgendwo auch normalisiert wird. Es führt dazu, dass nämlich diese Grenzen auch zwischen dem Sagbaren und dem Gesagten zunehmend verschwinden, eben auch häufig, wie gesagt, unter dem Deckmantel der Satire. Und das bildet sich im Endeffekt darin dann aus, dass die Gefahr menschenverachtende Sprache, dass das sozusagen zu einer Normalität zwischen uns wird und außerhalb dieser Räume versteht sich von selbst. Ziel ist häufig, oder Ziel kann man nicht sagen, oder Effekt dieses Konglomerats an verschiedenen Techniken und Kommunikationsakten ist mehr oder weniger auch eine Radikalisierung. Das geschieht, wie gesagt, über Sprache, über Zugehörigkeit, Sinnstiftung, aber eben auch dadurch, dass ich mich dann zu den normalen Gamerinnen und Gamern eben auch abgrenze. Und letztendlich die Verbindung zwischen dem Gedankengut und den radikalen Äußerungen, die dort getätigt sind, ist so ein bisschen im Deckmantel des Spaß und Fun, was natürlich auch attraktiv für viele Menschen ist. Gerade die identitäre Bewegung, ich habe es angesprochen, hat zu Beginn ihrer Karriere, möchte man sagen, diese Tools ganz aktiv und ganz zielgerichtet genutzt, nämlich zur Rekrutierung von Anhängern. Also nicht nur zur reinen Kommunikation, sondern eben auch zur Vernetzung der Gleichgesinnten und zur Mobilisierung von Neuen. Ich habe Ihnen unten mal eine Literaturempfehlung wieder reingebracht. Ein Kollege von mir, Falk Tennert, hat über diese Jugendbewegung der identitären Bewegung geforscht und in diesem kostenlosen Material mal zusammengestellt, wie denn eigentlich diese digitalen Kommunikationsstrategien ablaufen und mit welchen perfiden Rhetoriken dort argumentiert wird. Kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Frau Riefeld-Staudt am Anfang hat es schon angedeutet, es gibt verschiedene Verantwortungsträger, nicht nur die Spielhersteller oder die Plattform, sondern natürlich auch die Community. Und die Reaktionen der Community sind dann manchmal auch sehr vielfältig und vielleicht auch überraschend. Hier habe ich das Beispiel Rust mal gebracht. Rust ist ein Open-World-Spiel, wenn man so will, wo man zu Beginn immer nackt ist als Mensch, das heißt, man geht die Evolution von der Nacktheit durch und ist nur mit einem Stein ausgestattet, mit dem man dann allerlei Dinge tun muss. Man muss sich Unterkünfte bauen, man muss die Zivilisation aufbauen und vieles mehr. Hat aber auch Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Und die Möglichkeiten dieses Open-World-Spiels haben in der Vergangenheit vermehrt auch rechte Gruppen genutzt und dort so eine Art Nazi-Community teilweise geschaffen, Nazi-Basen. Und die Community hat auf diese Schaffung von diesen Clans innerhalb dieser virtuellen Spielwelt auf eine witzige Art und Weise reagiert. Ich habe es mir zusammengestellt. Sie finden hunderte Videos im Internet, wie versucht wird, diese Basen in diesem Spiel zu zerstören. Das heißt, die Community hat erkannt, dass es dass dieses Spiel für rechtes Gedankengut missbraucht wird. Und viele Nutzerinnen und Nutzer machen sich eine Freude daraus, sich zu filmen, während sie online diese Nazi-Basen zerstören. Ich habe Ihnen mal drei Videos hier platziert, die Sie sich gerne in der Nachbearbeitung mal anschauen können, mit welchen Methoden dort auch sozusagen rechtes Gedankengut in Grafiken, man kann es hier ein bisschen erkennen, dort auch kreativ, wenn man so will, untergebracht wird und die Nutzerinnen und Nutzer gehen dann auf ihre eigene Art und Weise gegen dieses rechte Gedankengut auch vor.
Wie kann man damit umgehen? Handlungsempfehlungen zu diesen Tendenzen, die ich ja wirklich jetzt bloß mal im Überblick genannt habe, sind auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Publisher von Spielen und die Betreiber von diesen Kommunikationsplattformen. Dort geht es eigentlich um vier Themen. Einfach um Sensibilisierung bedeutet, dass vor allen Dingen in der Ausbildung innerhalb dieser Unternehmen auch die Themen Hate Speech, Hass, rechtes Gedankengut schon thematisiert werden sollten und nicht erst von außen, von der Gesellschaft an diese Publisher und die Betreiber herangetragen sollten. Es ist wichtig, dass vor allen Dingen Community Manager, die im Umgang mit diesen Kommunikationsplattformen auch eine gewisse Instanz für die Spielerinnen und Spieler darstellen, dass diese Community Manager auch fortgebildet werden, wie mit Hass und Hetze im Netz und mit solchen Themen umgegangen werden sollten. Publisher und Betreiber sind aufgefordert, Meldeinstanzen einzubauen, die es auch überhaupt erst den normalen Nutzerinnen gestattet, entsprechende diskriminierende Verhaltensweisen von anderen zu melden und dann auch Feedback von den Betreibern zu bekommen. Viele Gamerinnen und Gamer nehmen das, wie wir gesehen haben, natürlich auch nicht hin und gehen auf ihre eigene Art und Weise mit diesen Themen um. Viele verlassen aber auch die Spielwelt, weil sie sich häufig hilflos fühlen. Deswegen Widerspruch, Gegenrede, Einschaltung der Polizei bei entsprechenden konkreten Drohungen ist das A und O. Und die Betreiber natürlich auch auf diese Umtriebe hinzuweisen, die natürlich auch nicht von sich aus tätig werden und auch nicht alles im Überblick behalten können. Zusammenschließend, Gleichgesinnte finden ist auch immer ein wichtiger Tipp. Und im Zusammenhang dieser neuen oder vermehrt auftretenden Form des Doxing, nämlich des Verbreitens von Nutzerdaten, hilft, wie ich auch in den letzten Veranstaltungen schon immer gesagt habe, sichere Passwörter, regelmäßige Kontrolle von der online gestellten Informationen und vieles mehr. Die Amadeo Antonio Stiftung, ich habe es hier mal hochgeladen und auch dann in den Link-Empfehlungen zusammengestellt, hat so ein nettes Flowchart mal produziert, wie man sich gegen solche Inhalte aus Nutzersicht auch gut wehren kann. Und ein ehemaliger Kollege von mir von der Universität Leipzig, der sich sehr intensiv mit den Phänomenen Hate Speech auseinandersetzt, hat mir freundlicherweise auch noch eine Linkliste zur Verfügung gestellt, wo sie nützliche Hinweise finden, auch zur rechtlichen Situation. Das soll es an dieser Stelle als kurzer Überblick meinerseits erstmal gewesen sein. Und ich freue mich jetzt auf meine Nachredner bzw. auch auf eine interessante Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank, lieber Herr Biegel, für diesen interessanten Input. Ich habe inzwischen schon gesehen, dass sich im Chat was angesammelt hat. Ich würde denken, wenn es Fragen direkt zu Ihrem Vortrag gegeben hat, dann sollten wir die vielleicht gleich im Anschluss beantworten. Da würde ich mal an meine Kollegin Sabine abgeben. Sabine, was gibt's denn? Ja, wir haben Angelique hat sich gleich zu Beginn des Vortrages sofort gemeldet. Da ging es um die Grafik der indizierten Spiele. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Wenn diese Grafik stimmt, meint Angelique, hat die Anzahl der indizierten Spiele eher abgenommen als zugenommen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, ich denke schon, habe ich richtig wiedergegeben. Benjamin, was kannst du uns dazu sagen? Ist das so? Dann war das vielleicht missverständlich formuliert. Es ging um die Kategorie keine Jugendfreigabe ab 18. Die hat in den letzten 16 Jahren leicht zugenommen von, ich glaube, in der Grafik waren es 3,4% im Jahr 2004. Und jetzt 2019 haben wir, glaube ich, um die 9,6% in der Kategorie keine Jugendfreigabe, also Erwachsenenspiele. Und die Indizierungen sind eigentlich immer relativ konstant. Das stimmt so bei 0, irgendwas Prozent. War vielleicht missverständlich formuliert. Dann konnten wir das gerade rücken. Eine zweite Frage von Christian N. Frage ans Panel. Also ich nehme an, damit meint er alle außer mich. Wie ist Ihre Meinung zur beabsichtigten Klarnamenpflicht? Kann dies solche Entwicklungen, nämlich dass die Gaming-Communities und die Clans unterwandert werden, kann das solche Entwicklungen bändigen? Was ist deine Meinung, Benjamin? Ist der Klarname eine gute Möglichkeit, um da ein bisschen gegenzuwirken? Also es gibt ja wie immer zwei Seiten von der Medaille. Auf der einen Seite ist Anonymität ja auch was Gutes, sozusagen auch seine Meinung so zu äußern,
in anderen Bereichen, wie man das möglicherweise mit Klarnamen sich gar nicht trauen würde, wenn man sich sozusagen ja, denkt, ich werde jetzt von meinen Bekannten, von anderen Leuten schief angeguckt, weil ich jetzt die bestimmte Parteien vertrete oder bestimmte Inhalte von anderen Parteien teile. Von daher glaube ich nicht unbedingt, dass man das nur unter dem Aspekt sehen kann, dass jeder verpflichtet werden muss, mit dem Personalausweis sich dort zu registrieren. Und auf der anderen Seite glaube ich eben auch, weil die Community so kreativ ist, dass das wieder eine neue Hürde ist, die natürlich auch in kurzer Zeit durch andere wieder eingerissen wird. Also das Druck erzeugt Gegendruck. Und ich plädiere da immer eigentlich für einen sachlichen und für einen diskursiven Umgang miteinander und auch mit der Sensibilisierung für solche Themen. Da ist, glaube ich, mehr geholfen als wieder eine neue Welle, wo jemand Zwang hat. Das gleiche Thema hat man auch beim Kopierschutz bei Spielen. Auch da wurden Wege gefunden, wie man Spiele illegal kopieren kann. Und so wird es mit den Klarnamen auch sein. Eine Frage würde ich gerne noch mit aufnehmen, um dann halt auch den beiden anderen Experten, nämlich Herrn Stegemann, Herrn Musial, weswegen Sie ja auch alle da sind, dann auch mal das Wort zu geben und dann auch noch mal eine andere Sichtweise zu sehen, nämlich von Robin Hahn. Herr Biegel, welche Funktion würden Sie sich wünschen, die Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Discord einbauen sollten, um rechten Hass und Hetze zu unterbinden? Schöne Frage. Vielen Dank dafür. Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich technisch schon Möglichkeiten. Die KI wird immer besser, Spracherkennung wird immer besser, Texterkennung wird immer besser. Ich glaube, auch das ist so ein Wettrennen. Also wenn man über Filter redet, über Inhaltsfilter, und darum geht es ja letztendlich, das Mittel der Satire ist sehr, sehr schwierig, überhaupt durch Inhalte konkret zu fassen, weil das, was sozusagen im Subtext stattfindet, eine ganz große Leistung eigentlich unseres Gehirns eigentlich ist, Satire zu erkennen und auch satirische Inhalte jetzt unabhängig vom rechten Gedankengut überhaupt darzustellen. Und ich glaube nicht, dass Filtersysteme schon so weit sind oder überhaupt sein können, sozusagen zwischen den Zeilen zu lesen. Und deswegen ist auch das wiederum nur ein Zwischenschritt, wenn ich solche Filtersysteme einbaue, die Inhalte nach bestimmten Begriffen screenen. Ich glaube, da ist der menschliche Geist immer noch cleverer, das wiederum in eine andere Art von Satire zu packen oder zu verstecken. Von daher wünsche ich mir eher dann tatsächlich ein rigoroses Durchgreifen, wie auch schon genannt in den Handlungsempfehlungen, dass man Meldeinstanzen verpflichtend einführt, wo ich, wenn ich was entdecke, dann mich auch hinwenden kann, was dann auch aktiv durch die Betreiber sanktioniert wird. Ja, ganz vielen Dank, Herr Biegel. Das war jetzt die medienwissenschaftliche Sicht auf das Thema. Biene sprach es schon an. Wir haben die beiden Praktiker auch noch. Deswegen würde ich jetzt gerne das Wort an Herrn Stegemann und Herrn Musial abgeben und mal hören, was Sie für ganz praktische Erfahrungen bei den Recherchen für Ihr Buch und für Ihren Film gemacht haben. Bitte schön. Vielen Dank für die einführenden Worte und vielen Dank, Herr Biegel, für den interessanten Vortrag. Sie haben schon gesagt, wir haben ein Buch geschrieben, das sieht so aus und das beginnt gewissermaßen in der Gaming-Szene und in dem, was dort im gesamten letzten Jahrzehnt passiert ist, weil es da Ereignisse gibt, die Wirkung entfaltet haben bis in den Präsidentschaftswahlkampf der USA, aber auch bis in die Wahlkämpfe hier und bestimmt haben oder beeinflusst haben, wie wir online heute kommunizieren oder wie vor allem die extrem Rechte, die reaktionären, autoritären Kräfte online kommunizieren. Und diese Ereignisse sind aber interessanterweise oft gar nicht so präsent oder wir wissen gar nicht so genau davon im deutschen Diskurs. Und darüber aber etwas zu erfahren, lehrt uns, glaube ich, etwas, was hilft zu verstehen, was Gaming und die extremen Rechte vielleicht gemeinsam haben oder was sie verbindet. Und deshalb haben wir uns entschieden, einen kleinen Teil unseres ersten Kapitels dieses Buches zu lesen, das den epischen Namen trägt, als der Kanarienvogel starb. Genau. Hi, mein Name ist Anon. Ich glaube, dass es den Holocaust nie gegeben hat, stellt sich der junge Mann vor. Ihm steht der Schweiß im Gesicht, aber er scheint zu lächeln. Feminismus ist der Grund für die sinkenden Geburtenraten im Westen, fährt er fort. Der Westen sei der Sündenbock für die weltweite Massenmigration. Und die Wurzel all dieser Probleme ist der Jude. Dann rotiert die Kamera.
Sie ist an einen Helm befestigt. Von jetzt an sieht das Publikum, was Anon sieht. Es ist der Anfang des 35-minütigen Videos, das der Attentäter von Halle am 9. Oktober 2019 live ins Internet streamt. Man wird darauf sehen, wie er versucht, in eine Synagoge einzudringen, um dort am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur ein Massaker anzurichten. Man wird sehen, wie er mit seinen selbstgebauten Waffen an der Tür scheitert und daraufhin eine Passantin erschießt. Man wird dabei sein, wie er sich auf die Suche nach neuen Opfern macht und einen Gast in einem Dönerladen hinrichtet. Man wird hören, wie er all das kommentiert, wie er flucht und mit seinem Publikum die nächsten Schritte zu besprechen scheint. Der Terror von Halle sollte eine Kopie des Massakers werden, das wenige Monate zuvor im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen das Leben kostete. Damit steht der Anschlag in einer Reihe mit anderen Taten des Jahres 2019, die an verschiedenen Orten der Welt stattfanden. Sie alle verbindet, dass eine bestimmte Internetkultur sie ermöglicht hat. März 2019. Irgendwo in West Virginia, USA. Ein anderer junger Mann spricht in eine Kamera. Doch dieser hier ist besorgt. "This is getting out of hand", sagt er eindrücklich. "Das gerät hier alles außer Kontrolle." Caleb Kane, Amerikaner, Mitte 20, hat sich entschlossen, in einem YouTube-Video zu erklären, warum er sich von der sogenannten Alt-Right, der alternativen Rechten in den USA, habe verschlingen lassen. Er sitzt in seiner Wohnung, ist sichtlich aufgeregt. "Mein Abstieg in die Pipeline der Alt-Right", heißt sein Video, in dem er in knapp 40 Minuten seine Geschichte erzählt. Wie er aus dem College ausschied, wieder bei seinen Eltern einzog und darüber in Depressionen versank. Wie er sich in seinem Zimmer vergrub und durchs Netz surfte, auf der Suche nach Identität. "Ich wollte stark sein und Macht haben", sagt Kane. Auf YouTube stößt er, wie so viele, irgendwann auf rechte Kanäle, saugt deren Videos auf, taucht immer tiefer ein in eine Welt aus Verschwörungstheorien, Rassismus und Homophobie. Innerhalb kurzer Zeit radikalisiert er sich. Seine Scherze über Minderheiten sind irgendwann keine Scherze mehr. 3 Jahre verbringt Caleb Kane im rechten Netz. Dann kommt der 15. März 2019, der Tag, an dem er beschließt, dass sich etwas ändern muss, dass er sein Schweigen brechen wird. Es ist jener Freitag, an dem ein Terrorist in 2 neuseeländischen Moscheen 51 Menschen hinrichtet. Seine Tat kündigt er etwa eine halbe Stunde vorher im Internet an. In einem Forum namens 8chan schreibt er, dass es an der Zeit sei, aufzuhören mit dem Shitposting. Zeit für eine echte Aktion. Auch Caleb Kane ist in diesem Forum unterwegs. Es ist einer der wichtigsten Treffpunkte einer Szene, die als Alt-Right bezeichnet wird. Als er mit eigenen Augen sieht, wie aus dieser Community ein Anschlag entspringt und wie der Täter für den Massenmord gefeiert wird, beginnt er zu verstehen, an welcher Welt er all die Jahre mitgebaut hat. 4chan und 8chan, diese größtenteils unmoderierten Foren, gelten als Schmuddelecke des Netzes. Hier stehen Rassismus, Pornografie und dumme Witze nebeneinander. Schon immer. Dass nun eines dieser vermeintlichen Schmuddelkinder ernst gemacht hat, schockiert und überrascht viele gleichermaßen. Wie konnte es dazu kommen? Diese Chan-Boards sagen vielleicht manchen von Ihnen nichts. Deswegen versuchen wir auch im Buch natürlich, das ein bisschen zu erklären. Und wir haben viel Zeit auf diesen Boards verbracht, um zu verstehen, was ist eigentlich die Faszination daran, sich grenzüberschreitende Posts anzuschauen von Leichen oder was auch immer. Der Ort, an dem Attentäter verehrt werden. Viele Chan-NutzerInnen haben eine diebische Freude daran, mit besonders derben, rassistischen und frauenfeindlichen Witzen gesellschaftliche Normen zu verletzen. Ein Argument, das man in diesem Umfeld häufig hört: "Es sind doch nur ein paar härtere Scherze in einem Internetforum. Was ist schon dabei?" Tatsächlich zeigt sich bereits damals, wie die Kultur der Chans sich und ihre Mitglieder schrittweise radikalisiert. Und der Hass bleibt nicht im Internet. Insbesondere in der Geschichte von 4chan gibt es eine Reihe von Vorfällen, die zeigen, wie aus dem vermeintlichen Online-Spaß echter Offline-Hass wird. Immer wieder werden Menschen wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt, die sie von der Seite heruntergeladen haben. 2006 werden für mehrere US-Bundesstaaten Bombendrohungen auf 4chan gepostet. Am letzten Tag des muslimischen Fastenmonats Ramadan sollen in mehreren Footballstadien Sprengstoffsätze explodieren. Die Spiele können nur unter extremen Sicherheitskontrollen stattfinden.
Später stellt sich alles als Scherz heraus. Der Täter gibt zu Protokoll, dass er nicht davon ausgegangen sei, dass jemand seine Posts ernst nehme, da er selbst nichts von dem glaube, was bei 4chan gepostet würde. Im Dezember 2008 wird ein 20-jähriger Australier festgenommen, nachdem er im Forum geschrieben hatte, so viele Menschen wie möglich töten zu wollen. Im Februar 2009 wird eine Schule in Schweden evakuiert, nachdem aus Spaß auf 4chan ein Shooting angedroht worden war. Doch es bleibt nicht bei makaberen Scherzen. Im November 2014 erscheinen bei 4chan mehrere Bilder des Leichnams einer erdrosselten Frau. Dazu der Text: Habe festgestellt, dass es viel schwieriger ist, jemanden zu erwürgen, als es in Filmen aussieht. Und weiter: Checkt in ein paar Stunden die Nachrichten in Port Orchard, Washington. Tatsächlich findet die Polizei eine Leiche. Der Täter wird später zu 82 Jahren Haft verurteilt. Hinzu kommen unzählige Hackerangriffe, die im Forum vorbereitet und geplant werden. NutzerInnen veröffentlichen private Daten und Adressen von willkürlich ausgewählten Menschen und verbreiten gestohlene Nacktbilder dutzender prominenter SchauspielerInnen. Die Liste verbaler und nonverbaler Gewalttaten auf 4chan ist lang. Besonders das Spiel mit Nazi-Symbolen einer Art erfreut sich großer Beliebtheit. 2008 schafften es die 4chaner, so nennen sich die Nutzerinnen dieses Forums, die Google-Liste der meistgesuchten Begriffe zu manipulieren, dass ganz oben eines Fastiger erschien. Das mag man noch als dummen Scherz auffassen. Die Nutzerinnen hatten den HTML-Code für das Hakenkreuz schlicht unzählige Male gegoogelt und so an die Spitze der Liste gebracht. Neben zumindest in Deutschland verbotenen Symbolen sind es jedoch auch Attentäter und Massenmörder, die auf 4chan Interesse erregen. So kursiert dort eine Art Attentäterquartett, das die Bilder von 16 Attentätern bzw. Attentäter-Duos zeigt, denen je nach Anzahl der Opfer unterscheiden nach Erwachsenen und Kindern Punkte zugewiesen werden. Zusatzpunkte gibt es für getötete Polizisten sowie anschließenden Selbstmord. Auf den ersten Blick erscheint die Auswahl willkürlich. Der Norweger Anders Breivik steht neben dem Columbine-Attentäter, den Zanev-Brüdern, die das Bombenattentat 2013 in Boston zu verantworten haben, oder auch neben dem Piloten Andreas Lubitz, der mit einer vollbesetzten German-Wings-Maschine in den Alpen Selbstmord beging. Dieses Spiel ist also zunächst einmal weniger eine politische Botschaft als vielmehr Ausdruck einer Faszination von Mord und Gewalt. Doch schauen wir uns einige der in dem Quartett abgebildeten Massenmörder etwas genauer an, fallen mehrere Dinge auf. Da sind zum einen die beiden Schüler, die am 20. April 1999 in Columbine, Colorado, eines der wohl folgenreichsten Schulattentate verübten. Die Täter zeichneten nicht nur aus, dass sie starke psychische Probleme hatten, sondern auch, dass sie Gamer waren. Das Gleiche gilt für den Schützen, der am 14. Dezember 2012 in der Sandy Hook Grundschule in Newtown, Connecticut, Kinder, Lehrende und seine Mutter ermordete. Zwei Jahre später veröffentlichten Bericht heißt es, dass seine Computerspielsucht und das Abdriften in eine kleine Cyber-Community, die sein dunkles und obsessives Interesse für Massenmorde teilte, die Tat begünstigten. Auch Tim Kretschmer, der am 11. März 2009 in seiner Schule 15 Menschen erschoss, findet sich im Attentäterquartett. Der Amoklauf von Winnenden löste eine lautstarke Debatte über Killerspiele aus, denn auch dieser Täter war ein leidenschaftlicher Gamer. Häufig wurde beklagt, die Gewalterstellung in den Spielen mache junge Menschen aggressiv, die Netzwerkinstanz womöglich zu killern. Dieses sehr einfache Reizreaktionsargument führt in die Irre. Ein Spiel alleine macht niemanden zum Mörder. World of Warcraft, ein sehr beliebtes Spiel in der Szene, ist beispielsweise, was die Darstellung von Gewalt angeht, ein relativ harmloses Online-Rollenspiel. Und mit Minecraft nimmt ein Kreativität verlangender Bausimulator einen wichtigen Platz ein. Weitaus wichtiger als das einzelne Spiel ist die umgebende Gamer-Kultur. Viele der im Quartett Gefeierten identifizieren sich stark mit dieser Szene. Einer der Columbine-Schützen gestaltete eigene Welten für einen Ego-Shooter. Der Sandy Hook-Attentäter war so süchtig nach einem Spieleautomaten, dass der Betreiber der Spielhalle den Stecker ziehen musste, um ihn zum Gehen zu bewegen. Und auch der Winden-Attentäter war leidenschaftlicher Zocker. Die Zielgruppe der Gaming-Industrie ist noch immer und trotz gewisser Anstrengungen, auch Frauen zu erreichen, sehr männlich geprägt. In ihrer stark männlichen Beschaffenheit
bringt sie zusehends Frauenfeindlichkeit hervor. Und so ist es nicht ganz auffällig, dass viele der jungen Männer in Attentäterquartett nicht nur Gamer waren, sondern auch mutmaßliche Frauenhasser. Nach dem Amoklauf von Winnenden wurde vermutet, dass Frauenhass ein Motiv der Tat gewesen sein könnte. 11 der 12 in der Schule erschossenen Jugendlichen waren Mädchen. Auch Elliot Watcher, der 2014 in Kalifornien 6 Menschen erschoss, und Mark Lepine, der 1989 in Montreal, Kanada 14 Frauen tötete, begingen ihre Taten jeweils aus Antifeminismus und aus der Überzeugung heraus, von Frauen in ein unfreiwilliges Zölibat gezwungen worden zu sein. Beide finden sich ebenfalls im 4chan-Attentäterquartett. Was also der Einblick in diese Seiten und in diese Kultur uns zeigt, ist, dass dort eine Faszination also für Mord zusammenkommt, aber eben auch eine Faszination für Spiele, was diese, viele dieser Attentäter eint, aber eben auch die, der Hass auf Frauen. Ein Aspekt, der häufig vernachlässigt wird in dieser Debatte. Und wir haben eingangs gesagt, es gibt ein Ereignis, das das besonders gut illustriert und das unter dem Namen Gamergate firmiert. Das ist in Deutschland gar nicht so verbreitet, in der US-amerikanischen Debatte allerdings schon. Und es geht darum, dass 2014 etwas aufbrach, was schon eine längere Entwicklung hatte, nämlich dass Frauen oder auch andere Gruppen, die bislang in dieser Gamer-Kultur nicht vorkamen, plötzlich einen Platz hatten und diesen Platz auch offensiv eingefordert haben. Mittlerweile ist es in Deutschland so, dass ungefähr so viele Frauen wie Männer spielen und trotzdem das, was wir als so Gaming-Kulturen bezeichnen, häufig sehr männlich geprägt ist. Und so war es auch 2014 in den USA. Und es begann eine Debatte darum, welchen Platz Frauen und auch alternative Sichten auf Spiele im Journalismus, aber auch in der Spielwelt selbst einnehmen könnten. Und es entbrannt ein Kulturkampf, kann man sagen, in dem männliche Gamer, weibliche Spieleentwicklerinnen, aber auch weibliche Gamerinnen trollten ihre Adressen. Herr Biegel hat das Wort Doxing vorhin genannt, also die Adressen herausfanden, veröffentlichten, diese Frauen belästigten, viele weibliche Protagonistinnen der Gegenbewegung wurden verfolgt, mussten häufig umziehen, sind Opfer von Online- wie Offline-Gewalt geworden. Das alles firmiert sozusagen unter Gamergate. Und das, was damals passiert ist, war folgenreich, weil plötzlich das ganze Toolkit, also der Werkzeugkasten der digitalen Gewalt erfunden wurde oder zumindest zum ersten Mal in der Breite zur Anwendung kam. Und das sollte folgenreiche Entwicklungen dafür haben, wie Online-Kommunikation überhaupt gestaltet wurde. Bis heute. Denn das, was damals passiert ist, nicht nur, dass Gamer sich aufbegehren sozusagen gegen eine größer und wichtiger werdende Rolle von Frauen oder auch queeren Personen in der Spielekultur, sondern es passierte auch, dass die radikale Rechte aufsprang auf diesen Zug und dies mit Erfolg. Und hier setzt die nächste Stelle ein, an der wir fortsetzen. Also wir sind ein bisschen gesprungen im Kapitel und es geht sozusagen darum, wie die Rechte in den USA damals schafft, die Gamergate-Debatte zu kapern und wie sich das dann auch in der Kommunikation und in der Kultur dieser Chan-Foren selbst auswirkt. Den Rechten gelingt im Zuge der Gamergate-Debatte etwas sehr Wichtiges. Sie können eine zunächst politisch ziellose Empörung für ihre Zwecke nutzen und ihr eine Richtung geben. Dass dies gelingt, liegt auch an tatsächlichen kulturellen Verschiebungen in der Gaming-Szene, die lange vor allem um Männer und Männlichkeit kreiste. Die Journalistin Lee Alexander fasst die Quintessenz des damaligen Gaming-Mainstreams so zusammen. Hab Geld, hab Frauen, besorg dir eine Knarre, dann besorg dir eine größere. Sei ein Außenseiter und feiere das. Besiege jeden, der dich bedroht. Du brauchst keine kulturellen Referenzen. Du brauchst nichts weiter als Gaming. Doch die Industrie verändert sich. Spiele wie jenes von Zoe Quinn sind Ausdruck des Cultural Turn, als der kulturellen Veränderung, wonach Computerspiele mehr können, als männliche Konsuminteressen zu stillen. Sie werden zu Kunstformen, werden für ihr romanhaftes Storytelling gelobt und sind Gegenstand literaturwissenschaftlicher Seminare.
Traditionelles Gaming schlägt seinen Panzer ab wie ein Käfig, kulturell und ökonomisch, schreibt Alexander. Und der Journalismus folgt diesem Beispiel. Wenn Alexander behauptet, Gamers are over, dann meint sie damit jene Entwicklung, die sich in der ganzen Gaming-Branche vollzieht und die Stellung des weißen männlichen Gamers erheblich schwächt. Sie müssen ihr Hobby fortan teilen mit Hausfrauen, Studierenden, Feministinnen. Es ist hart für sie zu hören, dass ihnen nichts gehört, nicht mehr, dass sie nicht mehr die wichtigsten demografischen Konsumenten sind, so Alexander. Und genau hier liegt der Kern. Eine ehemals privilegierte Gruppe, die sich in ihren Vorrechten bedroht sieht und deshalb zum Gegenschlag ausholt. Kommt uns diese Erzählung nicht bekannt vor? Hier liegt der Anknüpfungspunkt für die radikale Rechte. Wieso wohl sorgen sich Rechtsextreme wie Milo Yiannopoulos oder Mike Cernovich plötzlich um die Befindlichkeiten weißer Kellerkinder, die Ballerspiele zocken? Wieso ergreift ersterer plötzlich Partei für eine Subkultur, die er, wie er selbst schreibt, jahrelang missachtet hat? Weil sie erkannt haben, dass sich im Gamergate der Kulturkampf, den sie selber zu führen versuchen, im Kleinen vollzieht. Die Breitbartmasche, das Ausweiten der Kampfzone, ist wie geschaffen, um in ihrem stolz verletzte Gaming-Szene über die ganz universellen Gefahren der Political Correctness und des Feminismus aufzuklären. Die vermeintliche Abschaffung des Gamers als einzig relevante Kategorie in der Branche wird ausgeweitet auf die westliche Zivilisation, die weiße Rasse und die Vorherrschaft des männlichen Geschlechts. Durch diese Öffnung der Kategorien, es können fortan nicht mehr nur Gamerinnen und Incels bei Gamergate mitmachen, ziehen die entsprechenden Foren fortan vermehrt radikale Rechte an. Der ohnehin grassierende Antifeminismus und der Rassismus in den Chatboards werden verstärkt und vor allem verstetigt. Bisher unbekannte Rechtsradikale wie Yiannopoulos und Cernovich oder der britische YouTuber Carl Benjamin werden plötzlich zu relevanten Größen der Gaming-Szene, die nur auf sie aufmerksam wird, weil sie sich plötzlich für sie einsetzen und in der Folge an die Ideologie der Alt-Right heranführen. Gamergate ist die Geburtsstunde der Alt-Right. In den Chan-Foren gibt es eine eigene Sprache. Codes, die nur versteht, wer schon tief in der Szene ist und die dazu dienen, sich nach außen abzugrenzen. Immer wieder tauchen beispielsweise Begriffe auf wie die Kekosphäre, Kekismus oder einfach Kek. Sie reichen aus, um zu signalisieren, welchen Weg man selbst gegangen ist. Kek ist so etwas wie das Codewort für die Online-Welt der radikalen Chan-Boards. Ursprünglich stammt es aus dem Computerspiel World of Warcraft. Dort gibt es zwei Spielerfraktionen, die nicht miteinander kommunizieren sollen. Tun sie es dennoch, wird ihre Konversation in Kauderwelsch übersetzt. Kek ist in diesem System die Übersetzung für LOL, ein Internetwort, mit dem Lachen ausgedrückt wird. Ein Ausspruch, der Lachen bedeuten soll, steht in den rechtsextremen Foren für das Eingangstor zur Alt-Right, zur Holocaust-Leugnung und zum Antisemitismus. Aus der Geschichte der Chans heraus ergibt es durchaus Sinn. Was als schwarzer Humor begann, führte über Gamergate zur Alt-Right. Dass es Nutzer gibt, die angeben, in Diskussionen anfangs nur ironisch Nazi-Argumente verwendet oder sich aus Spaß antisemitisch geäußert zu haben, steht quasi symptomatisch für die Entwicklung, die diese Foren durchlaufen haben. Kek, das laute Auflachen, ist kein Spaß mehr. Es ist Symbol einer hochpolitisierten Ironiekultur geworden. Heute gibt es das Land Kekistan, eine Fantasienation, deren Flagge der deutschen Reichskriegsflagge nachempfunden ist. Das Rot wurde durch Grün ersetzt, das Hakenkreuz durch ein Kek-Palindrom und das Kreuz der Wehrmacht durch das 4chan-Logo. Inzwischen taucht diese Fahne auch außerhalb des Internets auf Demonstrationen der radikalen Rechten in den USA, zum Beispiel bei der Unite the Right Rally in Charlottesville, bei der eine Gegendemonstrantin von einem Neonazi getötet wurde, als dieser mit seinem Auto in die Menge fuhr. Die Kekistan-Fahne ist ein weiteres Beispiel für die gängige Argumentation der Chan-NutzerInnen. Darauf angesprochen, würden die meisten wohl antworten, dass die Flagge lediglich jene Social Justice Warriors auf den Arm nehme, die den Verweis auf die Reichskriegsflagge erkennen. In bestimmten Foren aber bedeutet Kekistan mehr. Dort
stehen die Buchstaben als Abkürzung für Kill every Kike, immediately start the Aryan Nation. Töte alle Juden, gründe sofort die arische Nation. Es ist diese Doppeldeutigkeit, die die Chan-Kultur kennzeichnet. Rechte nutzen sie bewusst, um zu provozieren. Doch tragen Symbole eben dann auch eine Bedeutung in sich, wenn sie ironisch gezeigt werden. Selbst wenn Kekistan als Witz begann, ist es nun ein Symbol der Alt-Right. Das Praktische daran ist, gegenüber Außenstehenden kann stets behauptet werden, es handle sich um einen Scherz. In der Gruppe aber werden diese Symbole selbstverständlich erkannt. Sie schaffen eine starke Abgrenzung nach außen und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Sie erlauben es, mit den Fingern auf die anderen zu zeigen, auf die Outsider, die sich durch ihre Empörung quasi selbst als Feind markieren. Typische Embleme der Alt-Right sind oftmals inhaltlich offen, wie eben jene Flagge, die auch von simplen Trollen benutzt wird. Auf diese Weise werden Memes ebenso von jenen weitergetragen, die sie vielleicht ganz anders kennen, meinen und verstehen. Prominentestes Beispiel ist die Comicfigur Pepe der Frosch. So, jetzt versuche ich schnell mal meinen Bildschirm halt freizugeben, weil dann sehen wir auch gleich Pepe den Frosch, den wir gerne zeigen wollten. Jetzt gehe ich wieder zum Platz dran. Och, nu. Jetzt. So, ich hoffe, man sieht das. Wir haben ja angefangen mit dem Buchkapitel, einerseits mit dem Attentat von Halle, beziehungsweise mit dem Beginn des Videos, das der Attentäter von diesem Attentat aufgenommen hat, und andererseits auch gewissermaßen zumindest mit dem Täter von Christchurch. Und im Endeffekt geht es in diesem Kapitel darum, wie findet die Gaming-Kultur zu Rechten, beziehungsweise andersrum, wie findet die radikale Rechte in den USA eigentlich zu Gaming-Kultur und wieso sehen die Terroranschläge, die wir in Christchurch gesehen haben, die wir in El Paso, in Poway und in Halle gesehen haben, so aus, wie sie aussehen? Und wieso gibt es ein Pepe-Meme? Links sehen wir sowas wie das Original, also den unscheinbaren Frosch. Und wieso gibt es dann auf einmal das Pepe-Meme in der Form des Christchurch-Attentäters, wie wir ihn hier rechts sehen, also in dieser schwarzen Uniform mit dem schwarzen Sonnenrad, mit dem in weißer Schrift beschrifteten Gewehr, genauso wie eben der Attentäter in Christchurch in die Moscheen gegangen ist. Und dieses Meme habe ich damals am Tag nach dem Attentat oder nach dem Terroranschlag direkt gefunden. Also es war sehr schnell kreiert sozusagen von der Fangemeinschaft. Und das Kapitel, das wir gerade vorgelesen haben, beschreibt quasi, wie diese Unterschied, wie diese politische radikale Rand zu der Gaming-Community findet und wieso quasi sich diese Symbole hier sehr augenscheinlich vermischen. Warum vermischt sich hier das schwarze Sonnenrad mit dem Pepe-Meme? Ein anderes Beispiel, das ich eben am Ende angesprochen habe, war die Kekistan-Flagge, die wir hier rechts sehen, die Flagge, die der Reichskriegsflagge nachempfunden ist. Und wir wollten uns den Hinweis doch nicht entgehen lassen, dass unser Buch nicht ohne Grund so aussieht, wie es aussieht, sondern im Endeffekt auch der Reichskriegsflagge nachgefunden ist, wenn man so will. Aber vielmehr, wenn man die Farbgebung beachtet, eben der Kekistan-Flagge nachempfunden ist, sodass man sich an diese Instrumentalisierung des Memes, von Memes und von Ironiekultur durch die Chan-Kultur und durch die radikale Rechte immer erinnern kann, wenn man unser Buchcover sieht. Das ist doch viel wert. Die Alt-Right ist also eine sehr wirkmächtige politische Bewegung geworden. Selbst in Deutschland ist es eigentlich inzwischen ein Begriff, vor allem durch die Trump-Wahl 2016, bei der die eine Wahl, wo er gewonnen hat. Und spätestens mit dieser Wahl wurde diese Bewegung auch sehr wirksam in Deutschland, weil man versuchte, sie zu kopieren und man versuchte eben auch, diese Verbindung von politischer, radikaler Ideologie zu verbinden mit der Gaming-Kultur. Und wir haben ein ziemlich aktuelles Beispiel mitgebracht
von deutschen Vertretern der Alt-Right, wenn man so will. Hier nennt sie sich eher die neue Rechte. Dieses Beispiel, wir wollen das gar nicht in aller Ausführlichkeit diskutieren, nur mal kurz aufzeigen, was es sozusagen gibt. Wir zeigen gleich mal die erste Sekunde. Tauche ab in das Jahr 2084. Kämpfe an der Seite von Alex Malenki. Und so weiter und so fort. Das ist ein Trailer zu einem Spiel Heimatdefender, das die Identitären quasi mit Hilfe eines neurechten Vereins auf die Beine gestellt haben. Ein ziemlich mittelmäßiges, eher peinliches Spiel. Aber es zeigt sozusagen, wie die neue Rechte versucht, mit Games in diese Gaming-Kultur hereinzukommen. In diesem Fall ist es hier nicht gelungen, weil es ein so durchschaubarer Versuch war, aber es zeigt, wie sie sozusagen kulturelle Codes versucht zu kopieren und eben ein sehr instrumentelles Verständnis hat. Und das zeigt vielleicht auch, wie diese Entwicklungen, die wir versucht haben zu beschreiben, die Herr Biel ja auch genannt hat, auch heute noch versucht werden, ganz offensiv zu nutzen von Seiten der neuen Rechten. Und ansonsten freuen wir uns auf Ihre Fragen. Oder ist noch was? Nee. Wir hatten das erst in der Präsentation drin, haben es dann aber rausgenommen, weil wir dachten, das ist ein bisschen krass mit den Hakenkreuzen und so. Dann hatte Herr Biegel trotzdem, ich glaube, auch ganz schön viele Hakenkreuze. Aber ich habe erst heute aus so einer rechtsterroristischen Telegram-Gruppe ein Video gefischt, einer amerikanischen, die auch sehr stark mit Computerspieloptik spielte und wo dann im Hintergrund so quasi diese Musik lief, die man so aus Super Mario kennt, und es war ganz offensichtlich der Versuch, so alte Nintendo-Spiele nachzuahmen in der Optik, noch als ein weiteres Beispiel quasi. Genau. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diesen umfangreichen Input. Ich gucke mit Schrecken auf die Uhr. Aber ich denke mir mal, es wird ja noch einige Fragen im Chat geben, oder? Ja, wir haben in der Tat bereits einige Fragen, Herr Musiger und Herr Stegemann, und zwar wieder von Christian N. Eine Frage: Konnten Sie zwei bei Ihrer Arbeit ermitteln, dass insbesondere die Funktionsweise der YouTube-Algorithmen eher eine Radikalisierung als eine differenzierte Meinungsbildung unterstützen? Absolut. Also wir haben jetzt ja aus dem Anfang des Buches gelesen, die Reise unseres Buches. Vielen Dank für die Frage, kleiner Werbeblock. Das ist uns tatsächlich sehr wichtig, das Thema. Das Buch beginnt sozusagen bei der amerikanischen Alt-Right, bei Gamergate, und endet in Kalifornien, und so war auch unsere Recherchereise. Wir haben uns ja viel mit Influencern der extremen Rechten getroffen, mit sagen Strategen der extremen Rechten, und haben uns gefragt, was macht sie so erfolgreich online? Und sind, um diese Frage zu beantworten, eben auch nach New York in Kalifornien gereist, um dort beispielsweise ehemalige YouTube-Ingenieure zu treffen. Wir haben Facebook und Instagram besucht. Und die Antwort auf die Frage, auf die sehr gute Frage, ist ja, absolut. Die im Grunde alle sozialen Medien funktionieren ja danach, dass sie so viel Aufmerksamkeit von uns wie möglich wollen, so viel Zeit, so viel emotionale Involviertheit wie möglich, weil sie diese Zeit zu Markte tragen, um Werbung zu verkaufen. Und es ist empirisch ziemlich gut abgesichert, dass je stärker die Emotionen sind, wir umso involvierter sind, und dass besonders negative Emotionen, Hass, Gewalt, Angst, auch Wut, uns umso mehr auf diesen Plattformen halten. Und das führt beispielsweise dazu, dass YouTube-Inhalte, die besonders radikal sind, besonders edgy, besonders gut performen auf der Plattform. Und das führt tatsächlich in der Tendenz dazu, gibt es ganz viele Wenn und Abers, aber in der Tendenz dazu, dass YouTube ein Radikalisierungsinstrument ist, auch wenn es im letzten Jahr Besserungen gab. Gibt es weitere Fragen? Ich gucke mal hier zu mir in die Runde. Vielleicht haben die Kolleginnen ja auch noch Fragen. Es ist ja sehr viel gesprochen worden. Annette, bitteschön. Ja, was mich noch interessieren würde, bislang ist es ja so, dass sich diese Spieleplattformen komplett den Regulierungsversuchen wie zum Beispiel NetzDG entziehen. Und meine Frage wäre,
Was müsste denn passieren, um den Missbrauch, der da ganz offensichtlich auf diesen Plattformen passiert, zu verhindern? Wer müsste denn handeln? Wäre es realistisch, dass der Staat da was reguliert oder die Wirtschaft vielleicht selber? Sehen Sie irgendeine Chance, wie man das, was dort passiert, eindämmen könnte? Naja, also es gibt ja tatsächlich, wir haben das ja auch in dem Vortrag von Herrn Wiegel gehört, dass Steam zum Beispiel eben nicht nur eine Plattform ist, über die Spiele vertrieben wird, sondern auch eine Plattform, über die man in einem Forum und in Gruppen miteinander kommunizieren kann. Und insofern wäre es auch angesichts der Nutzerzahlen, Nutzerinnenzahlen durchaus möglich, diese Plattform unter dem NetzDG zu fassen. Ich weiß gar nicht, ob das daran liegt, dass die Plattform sich entzieht oder ob die Politik da sozusagen es versäumt, diese Plattform als soziales Medium sozusagen einzustufen. Das Gleiche ist ja zum Beispiel auch bei Telegram der Fall. Diese ist ja ursprünglich mal ein reiner Messenger gewesen. Wenn man sich aber anguckt, wie sich diese Plattform in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat, dann sind eigentlich stetig Elemente hinzugekommen, die daraus eine Art soziales Netzwerk machen. Also man kann inzwischen Beiträge mit gefällt mir oder traurigen oder welchen Emojis auch immer versehen. Man kann sie teilen in anderen Channels auf Telegram. Und als mal der zuständige Staatssekretär für das NetzDG darauf angesprochen wurde, dass ja Telegram inzwischen nicht mehr einfach nur noch ein Messenger sei, meinte der halt so, wir brauchen da Evidenzen, um die Politik dahingehend ändern zu können, solche Plattformen aufzunehmen. Und dann meinten halt alle Anwesenden im Raum, das war eine Studienvorstellung, also viele Leute, die sich damit auskannten, meinten, wir liefern diese Evidenzen seit Jahren und nichts passiert in diese Richtung. Und insofern ist es, weiß ich nicht, ob das nur die Plattformen sind, dass die sich nicht freiwillig verpflichten. Ich meine, es sind Unternehmen, die haben halt, sind nicht dafür bekannt, dass sie im Sinne der Gemeinschaft handeln in der Regel. Es ist also die Aufgabe der Politik, dem nachzugehen. Ich sehe, wir haben noch mal eine Frage im Chat. Genau, und zwar möchte Susanne wissen, ob das Spiel Fortnite, auch für rechte Propaganda genutzt wird. Haben Sie da Erkenntnisse zu oder ist Fortnite eher doch clean, was das anbetrifft? Die Tendenz kann man, glaube ich, sagen, dass jedes Spiel nutzbar zu machen ist, weil es Mods gibt und einfach weil sozusagen die Kultur, die sich darum entfaltet, missbraucht werden kann. Konkrete Fälle von Fortnite kenne ich tatsächlich Screenshots von Fortnite mit Mods. Ich weiß nicht, ob du Fälle kennst, wo auch Terroristen das gespielt haben, aber also letztlich, das ist ja der Witz und das ist auch Teil dessen, was wir da beschrieben haben. Die Spiele müssen, also diese Killerspieldebatte war ja so, Leute spielen und werden irgendwie abgestumpft oder so, also ein ganz billiges Reizreaktionsargument. Das stimmt nicht offensichtlich, das ist empirisch auch nicht belegbar. Aber der Witz ist, dass sogar Spiele, die gar nicht gewaltförmig sind, trotzdem Menschen sozusagen Kulturen bilden können, die Menschen dazu anhalten, gewaltförmig zu agieren. Benjamin, was meinst du? Also zu Fortnite selbst habe ich auch keine Erkenntnisse, aber ich kann das von den beiden Kollegen auch nur auf der einen Seite nur unterstützen. Man muss natürlich auch differenzieren. Jedes Spiel enthält heutzutage Kommunikationsmöglichkeiten. Also gerade Frau Kirst, Frau Rehfeld, Sie haben beide so einen schönen Teamspeak-Headset auf. Das machen Gamerinnen so. Die haben dieses Ding und dann wird neben dem Spielen natürlich auch im Chat und im Kommunikationskanal ja auch noch was kommuniziert. Und auch das kann natürlich für Hetze und Propaganda natürlich missbraucht werden. Wenn wir uns die Mods mal auch anschauen, das ging ja los mehr oder weniger mit Counter-Strike. Viele Attentäter haben mal gesagt, na gut, die haben die Schule, wo sie das Attentat gemacht haben, das haben sie vorher nachgebaut, diese Schüler, und haben dann zu Hause trainiert. Da muss man halt auch berücksichtigen, die Schule war bei den jungen Menschen der Hauptaufenthaltsort, wenn man so will. Und natürlich ist das auch, hat das was mit Sozialisation zu tun und mit Freizeitgestaltung und eben
Counter-Strike war dann sozusagen auch das erste Tool, was es überhaupt möglich machte, das eigene Leben sozusagen in diese Welt so ein bisschen zu transportieren. Das war mehr oder weniger auch so eine Dreingabe, dieses Spiel. Und heutzutage ist es bei fast jedem Spiel so, dass man diese Spiele verändern kann. Viele stellen sogar die Engine online. Es ist noch nie so einfach gewesen, selbst mit einem Programmierkit selbst sozusagen von Null anzufangen und ein Spiel herzustellen. Und von daher, jedes Tool kann für solche Sachen missbraucht und auch verwendet werden. Das ist leider so. Und je einfacher diese Technologien zu bedienen sind, umso wirkmächtiger werden sie auch. Und da würde ich ganz kurz, dann ist, darf Sabine wieder, ich wollte noch den zwei Kollegen noch was anfügen, weil es ja auch um die Frage ging, ob mit diesen Algorithmen von YouTube. Ich glaube, die YouTube-Algorithmen sind vielleicht noch nicht mal das Problem oder auch die Verbreitung von Telegram, sondern es ist auch das Problem, dass es ja auch gar keinen gibt, den ich ansprechen könnte. Wen sollte man bei YouTube ansprechen in Deutschland, wenn ich dort rechte Inhalte habe oder wenn Dinge von mir gepostet werden? Wenn jetzt einer jetzt mit der Kamera mich filmt und das bei YouTube hochstellt, wen sollte ich denn da ansprechen? Es gibt keinen Ansprechpartner dafür. Und ich glaube, das ist sozusagen nochmal eine Vorstufe, bevor wir überhaupt über das NetzDG sprechen, müsste man eigentlich erstmal bestimmte Unternehmen ab einer bestimmten Größe oder Wirkmächtigkeit dazu bekommen, überhaupt Repräsentanten in einem Land zu haben, wo man sagen kann, hey, pass mal auf, Frau Kürst, die postet da irgendwelchen Quatsch. Würde mir nie im Traum einfallen, Quatsch zu posten. Ich poste nur ernsthafte Dinge, ist klar. Nein, aber daran schließt sich ja noch eine weitere Frage an, nämlich nicht nur die Frage der Verantwortung der Plattform, sondern natürlich auch der Verantwortung der Verleger von Spielen. Gibt es da Erkenntnisse, Herr Stegemann, Herr Musial, wie sich die Verleger oder die Branchenverbände dazu positionieren? Es gab ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren das Urteil, dass man Nazi-Symbole in Spielen sogar zeigen darf mittlerweile. Das stellt ja dann wieder auch Herausforderungen auf die pädagogische Thematisierung, sage ich jetzt mal, oder auf die, wie auch immer, sozial geartete Thematisierung und Sensibilisierung. Was können Sie uns dazu sagen? Gibt es da Erkenntnisse Ihrerseits, wie die Branchenverbände und Gamesverleger sich ihrer Verantwortung stellen? Oder ist das für die gar keine Frage, weil für die zählt einfach nur das Geld? Gewöhnliches Argument zu der Frage, oder also was ich mich ganz real tatsächlich auch in unserer Recherche gefragt habe, ist, was unterscheidet eigentlich Fußball und Spielkultur? Und ein Argument, das ich ziemlich schlagfertig finde, ist, Gaming-Kultur ist wahnsinnig jung und das bedeutet sozusagen von Beginn an vermarktlicht. Also es war immer schon ein Riesenmarkt und das verändert sozusagen das Machtgleichgewicht innerhalb dieser Kultur, weil es sozusagen, weil Markt vor allem anderen ist. Das ist in anderen Freizeitkulturen anders. Und das bedeutet eben auch, dass, wie Sie angedeutet haben, die Spieleunternehmen und Verleger vor allem auf diesen Markt hören. Und dann häufig das Argument kommt auf großen Spielekonferenzen und Spielemessen, Spiele sind unpolitisch, damit wollen wir nichts zu tun haben, aber wir wollen gerne politisch anerkannter sein, aber gleichzeitig wollen wir die Verantwortung lieber nicht tragen. Krass. Christian N. hat dazu hier gleich noch mal im Chat geschrieben, dass die Symbole, also die Frage der Symbole bemisst sich, also anders, die Erlaubnis, diese Symbole zu zeigen, so bemisst sich immer an der Frage, ob ein historischer Zusammenhang besteht oder nicht. Und das ist natürlich eine krasse Aussage, oder? Also naja, das ist ja in der deutschen Gesetzgebung allgemein so. Also wenn Sie ein YouTube-Video hochladen, dann ist das Abbilden von Hakenkreuzen nur dann gestattet, wenn es in einem historischen oder in einem politisch sinnvollen Kontext verwendet wird. Und ich glaube, darauf bezieht sich dann auch dieses Urteil, dass das halt auch auf Computerspiele anwendet. Und ja klar, wir sehen ja, dass, ich glaube, es ist weniger das Problem, sind Spiele, in denen Hakenkreuze in genau solchen Kontexten legal sozusagen abgebildet werden, als zum Beispiel Spiele, die wie Rust, was Herr Wiegel oder Rust, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, wie Herr Wiegel das gezeigt hat, wo offensichtlich ein relativ zufälliger Kontext hergenommen wird, um diese Symbole unbedingt zeigen zu können oder weil man sie zeigen will. Und das heißt, und
da eine Regulierung zu finden, ist halt gleichzeitig wiederum schwer, weil diese Spiele sich nicht so leicht regulieren lassen, weil sie so Open Source mäßig durch diese Mods funktionieren zum Beispiel. Und da ist es halt relativ schwer, als deutsches Gericht dann zu sagen, naja, das dürfen die aber nicht. Das heißt, die Spiele, wo Hakenkreuze, weiß nicht, Wolfenstein oder so, wo die gezeigt werden, ich glaube, das ist weniger problematisch als Spiele, aber die halt reguliert sind als Spiele, wo es halt nicht möglich ist und wo das halt so random oder eben aus sehr, nicht random, sondern mit einem bestimmten anderen Kalkül passiert. Mhm. Ich denke mir, eine Frage, die sich vielleicht viele stellen, die auch selber Kinder haben, ist, wie verhindert man denn oder wie merkt man denn, ob die Kinder irgendwie Berührung mit solchen Dingen haben, wenn sie spielen? Vielleicht weiß da Herr Biegel was dazu zu sagen. Also wie kann ich denn meine Kinder da stark machen, dass sie nicht da irgendwie in solche Kreise reinwandern? Das ist eine gute Frage. Wie kann man das machen? In erster Linie, wie ich das auch in den letzten Sitzungen immer gesagt habe, nicht wegschauen, sondern genau hinschauen, was die Kinder da eigentlich spielen und vielleicht im ersten Blick nicht unbedingt gleich mit Ablehnung kommen, sondern vielleicht sich mal drauf einlassen und das mal anschauen und dann gegebenenfalls auf die Art und Weise einschreiten. Es bringt nichts, bestimmte Spiele, ich habe es ja immer eingeblendet, die USK-Kennzeichnungen, das ist die erste Regel, schenke deinem Kind immer nur das, was wirklich für das Alter auch geeignet ist und orientiere dich an diesen entsprechenden Kennzeichnungen und im zweiten Punkt einfach tatsächlich auch wirklich hinschauen, was das Kind tut und es nicht im dunklen Zimmer da mit dem Headset ohne Tageslicht allein lassen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um das zu erkennen, bevor es auf die schiefe Bahn sozusagen gerät. Und der dritte Punkt wäre tatsächlich auch, was das Thema Nationalsozialismus angeht, ist natürlich schwierig, diese Zeit zu vermitteln, die lange zurückliegt und wo Kinder immer weniger einen direkten Bezug haben. Aber muss man ja auch mal sehen, ist natürlich auch schwierig, darüber Kinder auch aufzuklären, was da passiert ist, aber da gibt es natürlich auch unendliche Materialien für viele Altersgruppen. Also da muss man halt auch anfangen, was ist die historische Realität und was ist die Spielrealität, was ist diese Spielwelt halt auch. Es ist sehr unbefriedigend, aber was anderes, ja. Na, da würde ich aber schon mal gegensprechen wollen, weil wenn in einem Computerspiel ein geschichtsrevisionistisches Bild abgelegt wird. Sorry, also da sträuben sich mir persönlich sämtliche Nackenhaare. Da würde ich aus meinem Verständnis reingrätschen. Auf der anderen Seite ist es auch die Frage, inwieweit transportieren diese Symbole, die ja gerne auch mal popkulturell unterwandert werden, ne? So, und die auch von der anderen Seite genutzt werden, transportieren die ja auch immer eine gewisse Art von Identität oder von Identitätsstiftung. Mhm. Und die Frage ist, inwieweit versteckt man sich dahinter oder nimmt man es bewusst in Kauf, dort zu provozieren und diese Symbole bewusst zu benutzen, um sich einerseits dahinter verstecken zu können, zu sagen, ah nee, ist ja gar nicht so gemeint, aber auf der anderen Seite genau zu wissen, haha, ich nutze das jetzt, um mich verstecken zu können, aber in Wirklichkeit stehe ich da voll dahinter. Das ist ja total schwierig. Genau, das ist ja auch das, was Herr Stegemann muss ja auch gesagt haben. Also die Schwierigkeit ist ja mit dieser Symbolik und der Satire, das auch zu erkennen. Auf der einen Seite muss man es verstehen können, diese Codes, und auf der anderen Seite dienen sie natürlich auch wieder schon zur Abgrenzung. Sinnstiftung ist das eine, Abgrenzung das andere. Aber dein erstes Argument, geschichtsrevisionistisches Weltbild, man muss auch mal sagen, Spiele sind ja auch irgendwo ein Kunstprodukt. So, die haben auch nicht den Anspruch, wie Herr Mayer in der ersten Sitzung auch immer schon gesagt hat, Mensch, Computerspiele sollen als erstes Spaß machen. So, das ist erstmal der erste Punkt. Und Spiele sind mehr oder weniger ein Kulturgut, sind eine Auseinandersetzung, ist ein künstlerisches Produkt und das hat nicht den Anspruch, Realität abzubilden, so wie sie ist. Und deswegen hat auch ein Spiel, wie jedes Kunstprodukt, auch nicht den Anspruch, Bevölkerungsverteilungen so darzustellen, wie sie sind. Und deswegen hat es auch nicht den Anspruch, die Realität und die historische Realität so darzustellen, wie sie war.
Ganz ehrlich, da würde kein Spiel Spaß machen, das sich mit dem Thema Mittelalter auseinandersetzt. Ich möchte nicht im Mittelalter gelebt haben und spiele aber dennoch auch Mittelalterspiele, weil die Spaß machen. Ich glaube aber, dass die Pest tatsächlich im Mittelalter keinen Spaß gemacht hat. Also von daher, das ist auch ein spielerischer Umgang mit bestimmten Dingen und da muss man, glaube ich, ein bisschen... Ja, vielleicht darf die Dinge auch nicht so ernst nehmen, wie sie sind. Vielleicht sind wir da als politische Bildner auch besonders vorbelastet, dass wir da besonders sensibel drauf gucken. Ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist schon, unsere Zeit ist schon abgelaufen, aber ich habe gesehen, es ist auch noch was im Chat. Sabine, vielleicht können wir die Fragen mal noch beantworten. Genau, und zwar Christian hat uns mit auf den Weg gegeben, Eltern müssen sich einfach mal mit den Spielen beschäftigen und diese nicht gewähren lassen. Hier können aus seiner Sicht auch die E-Sport- und Computerspielvereine unterstützen. Sie erinnern sich vielleicht an die dritte Folge, als wir Herrn Gerrit Neuendorf dabei hatten, wie Spiele Nachrichten und Politik vermitteln können. Der leitet so einen Verein. In diesen Computerspielvereinen sind nämlich Leute, die sich mit der Materie besser auskennen als die Eltern, die dann vielleicht im Alarmismus die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist das eine. Und das zweite ist ein etwas anderes Thema. Robin H. hat eine Frage an Sie drei, also Herr Stegemann, Herr Biegel und Herr Musial. In den letzten Tagen kamen vermehrt Artikel auf, die ein Verbot von Verschlüsselungen beschreiben. Geht wahrscheinlich nochmal um die Messenger, wenn ich es richtig interpretiere. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, wäre gut zu wissen, welche Verschlüsselungen gemeint sind. Ich meine, grundsätzlich ist das ja ein Reflex, der immer kommt, wenn irgendwas passiert. Wir brauchen mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, damit die dann jetzt zum Beispiel auf WhatsApp-Chats zugreifen können. Ich denke mal, um die geht es und vielleicht auch Telegram. Ja, ich halte das für keine so gute Idee, weil ich nicht den Eindruck habe, dass die Sicherheitsbehörden, sagen wir mal, das Potenzial der jetzigen Befugnisse ausnutzen und sei es überhaupt Kenntnisse über die Thematik zu haben, die sie da teilweise behandeln sollen. Also wenn man sich, wenn man die Gerichtsverhandlung zum Halle-Anschlag so ein bisschen verfolgt hat und die Aussagen einiger BKA-Beamtinnen und Beamten, dann kriegt man da einen ganz guten Eindruck, wie wenig Ahnung deutsche Sicherheitsbehörden von den, was wir versucht haben in unserer Lesung und in einem kleinen Vortrag eben aufzuzeigen, nämlich diese bestimmte Online-Kultur, aus der heraus ganz offensichtlich 2019 nicht nur einer, sondern mehrere Terroranschläge verübt wurden, einer davon in Deutschland, und trotzdem machen diese Sicherheitsbehörden nicht den Eindruck, dass sie schon mal was davon gehört hätten. Und dann wäre es meiner Ansicht nach nicht der erste Schritt zu sagen, wir brauchen jetzt aber mehr Befugnisse und wollen verschlüsselte WhatsApp-Chats mitlesen können, sondern der erste Schritt wäre es vielleicht, weiß nicht, Weiterbildungsmaßnahmen zu bezahlen oder so, damit man vielleicht überhaupt weiß, bei wem man denn WhatsApp-Chats mitlesen möchte. Also genau, also ich würde das auch unterstützen, was die zwei Vorredner gerade gesagt haben. Also ich vermute auch mal, dass es um die WhatsApp- und Telegram-End-zu-End-Verschlüsselung geht in der Fragestellung. Und da ist halt die Forderung, dass die Unternehmen sozusagen eine Hintertür und so eine Backdoor bereitstellen sollen, dass eben Sicherheitsbehörden die Befugnisse dort durchsetzen können. Und zu den Argumenten, die jetzt gerade schon gefallen sind, würde ich noch zwei andere Perspektiven bringen. Die eine Perspektive ist, dass diese Forderung ja auch in höchstem Maße doppelzüngig ist. Auf der einen Seite werden chinesische Unternehmen kritisiert, die oder wird den Unternehmen unterstellt, eine entsprechende Backdoor dort in Routern oder in allen möglichen technischen Geräten haben, versteckt zu haben. Und auf der anderen Seite fordert man gleichzeitig Unternehmen dazu auf, eine solche einzubauen. Also das macht sozusagen argumentativ auch keinen Sinn. Und die andere Perspektive greift das auch auf, was die Vorredner gesagt haben. Das haben wir gerade vor einer Woche am Samstag in Leipzig gesehen zur Corona-Diskussion. Wenn die die Behörden überhaupt keine Ahnung haben, wer eigentlich dort mobilisiert wird, dann bringt auch die End-zu-End-Verschlüsselung nicht
Das hätte man alles wissen können, indem man einfach in Chats, in öffentlich zugängliche Chatsräume schaut, bei Facebook sich mal anschaut, was in diesen Gruppen getan wird. Da gibt es wirklich ganz krude Gruppen, gibt es bei Facebook, die sich mit dieser Corona-Geschichte, QAnon und so weiter, das ist für jeden Öffentlichen einsehbar. Und auch diese Aufrufe, zu dieser Demonstration zu gehen, waren nicht bei verschlüsselten Chats, sondern sind für jedermann einsehbar gewesen. Ja, vielen Dank für die klaren Worte. Ich denke, wenn jemand mitgehört haben sollte in den Sicherheitsbehörden, dann sollten denen die Ohren klingeln. Ich glaube, der Appell an die Weiterbildung oder sagen wir mal so, dass die Leute, die in diesen Sicherheitsbehörden arbeiten, sich vielleicht auch mal außerhalb ihrer Büros in andere Welten bewegen, der ist ziemlich klar und eindeutig. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, dass auch die Leute, die selber auf den Gaming-Plattformen unterwegs sind, und zwar die anderen, dass die ein bisschen aktiver und couragierter auch gegen diese rechten Umtriebe vorgehen, wenn sie sie denn irgendwo sehen. Weil ich glaube schon, dass dem einen oder anderen sowas schon aufgefallen ist. Aber die Frage ist dann, macht man sowas dagegen oder lässt man den dann halt da weiter seine Sachen machen. Also das hat auch aus meiner Sicht auch was mit Zivilcourage zu tun. Aber widersprechen Sie mir, wenn es anders ist. Gut. Ich würde noch einen letzten Satz hinzufügen, den ich auch immer bei jedem Webinar unterbringe. Eigentlich geht diese Bildung in der Schule los und diese Themen müssen in der Schule besprochen werden. Und das ist der Ort, wo maßgeblich Bildung geprägt wird. Und leider ist für solche Themen in den sächsischen Lehrplänen kein Platz und wird wenig umgesetzt. Ich plädiere ja immer schon dafür, dass man endlich mal das Schulfach Medienkunde einführt, und das wäre ein perfekter Hort sozusagen, in dem man auch diese Strategien besprechen kann. Ja, also mehr Lehrer, die gamen, wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Dann wüssten die nämlich eher, wovon auch die Rede ist. Ich sehe da gerade in dem Chat noch die Frage, ob sie auch an Schulen kommen. Ich weiß von den Kolleginnen und Kollegen von den SIKs, dass die auch direkt Angebote an Schulen machen. Da können sie sich im Netz mal schlau machen. Wenn sie hier aus Sachsen kommen, dann gibt es da sicherlich Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die auch gerne mit Schülern über diese Themen reden. Gut, Sie merken es, ich muss zum Ende kommen. Ich denke, wir hätten alle noch eine Menge Fragen und könnten noch eine halbe Stunde locker weiterfüllen. Aber wir wollen Sie natürlich am Freitagabend auch nicht weiter beanspruchen. Von daher danke ich erstmal sehr dafür, für die Aufmerksamkeit, fürs Dabeibleiben. Ich möchte gerne noch hinweisen darauf, unsere Gaming-Reihe macht jetzt zwar eine etwas größere Pause über Weihnachten und Silvester, aber wir sind auch im neuen Jahr nochmal aktiv. Und zwar am 21. Januar findet die letzte Veranstaltung in dieser Reihe statt. Da wird es um Sucht und problematische Nutzungsweisen von Games gehen. Und da können Sie sich gerne wieder zuschalten. Eigentlich sollten wir ja dann in Görlitz sein, aber ich befürchte fast, wir werden wieder bei Zoom sein. Das war die letzte Bemerkung und die allerletzte Bemerkung. Ich bin eingangs, hatte ich davon gesprochen, dass wir diese Veranstaltung im Rahmen der Netztage machen. Und in dem Zusammenhang gibt es auch eine Evaluation. Es gibt also einen ganz kleinen Fragebogen, bei dem Sie Ihren Eindruck von der Veranstaltung hinterlassen können und aber auch Informationen, wie Sie die Veranstaltung gefunden haben. Und das wiederum interessiert uns jetzt auch hier als Sächsische Landeszentrale ganz besonders, weil wir nämlich die Aufgabe, das Vergnügen, die Pflicht, wie auch immer, haben, im nächsten Jahr diese Netztage bundesweit zu koordinieren. Da laufen also alle Veranstaltungen, die in diesem Rahmen stattfinden, bei uns zusammen. Und wir wollen natürlich das so gut machen wie möglich. Und da ist die Rückmeldung natürlich eine wichtige Sache. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für die rege Beteiligung, für die interessanten Referate und
bleiben Sie uns treu. Wir werden die Veranstaltung, die wir ja aufgezeichnet haben, dann auch wieder in unseren YouTube-Channel einstellen, sodass diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, da nochmal das nachschauen können. Beziehungsweise wir können auch gerne die Präsentation, die Sie gesehen haben, insbesondere bei der von Herrn Biegel besteht regelmäßig Nachfrage, können wir Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen. Dankeschön und einen wunderschönen Abend. Tschüss aus Dresden an Sie alle. Tschüss, schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Jo, bleiben Sie gesund.